Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es gibt mal wieder ein Arnold Ehret Video. Ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder ein Video hochgeladen, wo ich einige Texte bzw. Artikel aus Arnold Ehrets Schriften vorgelesen habe, und zwar aus einem meiner Lieblingsbücher, Gesunde Menschen, Band 1. Darin befinden sich viele Texte und Artikel von Arnold Ehret, und da gibt es auch noch ein Band 2, wo sich dann auch insgesamt fast alle Schriften, die Arnold Ehret je im englisch- und deutschsprachigen Raum veröffentlicht hat, befinden. Wer sich für diese Bücher, also für Band 1 und Band 2 interessiert, ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Ich hatte in den letzten Monaten zum Beispiel 2 Videos veröffentlicht. Das eine heißt Also spricht die Krankheit bzw. Also spricht der Magen. Das sind alles Artikel von Arnold Ehret. Ich werde euch eines der beiden Videos oben in den Infokarten verlinken, wer eines der Videos gern noch nachschauen möchte. Im heutigen Video geht es um die Thematik Kahlköpfigkeit und graue Haare. Das wird von einigen Gesundheitspraktikern wie auch von Arnold Ehret als Degeneration unserer Gesellschaft beschrieben, dass die Menschen viel zu früh viel zu viele Haare verlieren, besonders die Männer, und dass die Menschen viel zu früh ergrauen. Einige, wie zum Beispiel der Herausgeber dieses Buches, Sven Rohag, das ist ein langjähriger Rohköstler, der beschreibt auch die Karies als Degeneration unserer Gesellschaft. Gerade die Karies oder auch Kahlköpfigkeit oder auch früh schon graue Haare bekommen, ist eher so ein Zeichen oder sind so Symptome, die vor allem in der westlich zivilisierten Gesellschaft besonders auftreten. Deswegen ist auch mal ganz interessant, nochmal da ein bisschen in diese Thematik reinzuschauen. Und ich möchte euch eben dazu den genialen Artikel von Arnold Ehret vorlesen, der schon über 100 Jahre alt ist. Arnold Ehret bezieht sich in seinem Artikel vor allem auf die Ernährung bzw. auf die Vergiftung des Körpers. Arnold Ehret hat sich vor über 100 Jahren von einer schweren Nierenerkrankung geheilt, die damals für unheilbar galt, und auch heute noch würde man eine Niere transplantieren bzw. auch für den Menschen eine Dialysetherapie verschreiben. Und er hat sich durch eine Ernährungsumstellung und Fasten von diesem Nierenleiden geheilt. Und er hat dabei die Erfahrung gemacht, dass während seiner schweren Krankheit ihm die Haare ausgefallen sind, die Haare ergraut sind. Er hat dann eben die Ernährung umgestellt, er hat gefastet und die Haare sind wieder dunkler geworden bzw. dunkel nachgewachsen. Und er hatte auch wieder üppiges Haar auf dem Kopf, aber auch einen üppigen Bartwuchs und eben dunkle Haare. Also er ist ein Praktiker, der wirklich das aus eigener Erfahrung uns mitteilt. Kahlköpfigkeit, insbesondere graue Haare, können natürlich verschiedene Ursachen haben. Die Ernährung und die Vergiftung des Körpers ist das eine, aber man sollte dabei auch zum Beispiel die Genetik, also die Veranlagung, betrachten oder ob ein Mensch permanent im Stress ist oder in einem permanenten gestressten Umfeld sich befindet. Oder wenn Menschen sich auch schnell ärgern, so die Choleriker, die wegen auch Kleinigkeiten immer hochfahren und sich ärgern und sich auch so einem innerlichen Stress aussetzen, da kann es auch dazu führen, dass die Menschen früher graue Haare bekommen. Oder wenn man in einen Schockzustand kommt, kann es auch dazu führen, dass die Haare praktisch über Nacht oder Teile der Haare praktisch über Nacht ergrauen. Dieser Artikel, den ich vorlese, wie gesagt, bezieht sich erstmal vor allem auf die Ernährung und Vergiftung des Körpers, auf alle Fälle ein sehr interessanter Einblick, warum Haare grau werden können bzw. warum hier bei uns die Kahlköpfigkeit so verbreitet ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Text, mit dem über 100-jährigen Text von Arnold Ehret. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz explizit darauf hinweisen, der Text ist über 100 Jahre alt und unterliegt auch einem gewissen Zeitgeist. Also in diesem Text werden zum Beispiel die beiden Wörter Volk und Weiber genannt. Und diese beiden Wörter sind bei uns ja eher negativ besetzt. Also einfach den Zeitgeist betrachten und entspannt bleiben. Ausfallen und ergrauen der Haare. Ich komme nun zum wichtigsten, auffallendsten Symptom des Alterns, dem Ausfallen und Ergrauen der Haare, dem ich einen ganzen Abschnitt widmen muss, weil sein Auftreten gewöhnlich die ersten und großen Sorgen und Schmerzen über das kommende Alter bringt und hier die Wissenschaft bisher vor einem Rätsel stand.
Der moderne Kurzschnitt des männlichen Haupthaares sowie die erschreckende Verbreitung und Frühzeitigkeit des Kahlkopfes haben auch selbst ein künstlerisch empfindendes Auge so an diese Erscheinung gewöhnt, dass es uns gar nicht mehr zum Bewusstsein kommt, wie schwer die ästhetische und harmonische Gestalt des Menschen durch diese freie und unfreiwillige Haarenthauptung gestört wird. Der Mensch, der nicht nur intellektuell, sondern auch als ästhetische Naturerscheinung die Krone der Schöpfung ist, wird der herrlichen Krone seines Hauptes, des Haarschmuckes, beraubt. Lebendige Totenschädel könnte man sie nennen, diese Haar-, Hart-, Färb- und ausdruckslosen Köpfe von heute. Ich verstehe und begreife sehr wohl die äußeren und praktischen Gründe, aus denen der heutige Mann Bart und Haar auf ein Längenminimum zurückschneiden lässt. Die Unschönheit und damit das unästhetische Aussehen von Haar- und Bartwuchs ist so allgemein geworden, dass sich im Laufe der Zeit das Bedürfnis nach dem Rasieren und dem Gebrauch der Millimetermaschinen von selbst eingestellt hat. Man zieht es in unserer gleichmachenden, alles nivellierenden Zeit mit Recht vor, diese Duft- und gewissermaßen Offenbarungsorgane des inneren Menschen wegzuschneiden, anstatt durch unschönes, zerzaustes, ungleiches und chronisch vererbt krankhaftes Haargestrüpp einen lebendigen Beitrag für den Beweis der Deszendenztheorie, Abstammungslehre, zu liefern. Dadurch wird die Misshandlung der Haare verständlich. Es drängt sich uns gleichsam der Gedanke auf, dass das Hässlichwerden eines Organs oder eines ganzen Organismus gleichbedeutend ist mit seiner inneren Erkrankung. Das heißt also, die Natur offenbart innere, physiologische Störungen, Erkrankungen eines Organismus durch Disharmonie seiner Formen und Farben. Nachdem wir einerseits den Haarschnitt als eine ästhetische Störung in der harmonischen Gesamterscheinung und künstlerischen Vollkommenheit der menschlichen Gestalt erkannt haben, andererseits der schlechte Haarwuchs als die Hauptursache der unästhetischen, unschönen Form der Haar- und Barttracht aufgedeckt wurde, so haben wir uns jetzt mit der chemischen Zusammensetzung der Haarsubstanzen, den physikalischen und biologischen Bedeutungen der Haare zu beschäftigen. Wenn es uns gelingt, eine tiefere Erkenntnis der Aufgabe und Bedeutung speziell der menschlichen Haare im gesunden und kranken Körper zu gewinnen, als es bis jetzt der Fall war, so wird uns damit die sichere Spur gezeigt, wo die wirklichen Ursache des Haarausfalls zu suchen sind. Damit sind erst die Mittel zur Heilung der Kahlheit, Alopecia, zu finden. Über die Zusammensetzung der Haare und ähnlicher Gebilde lesen wir in Dr. Anton Reichenows Enzyklopädie der Naturwissenschaften, Band 4, Seite 188. Horngewebe und andere Epidermoidalgebilde wie Epidermis, Haare, Nägel, Hufe, Klauen, Krallen, Federn, Fischbein, Schildblatt etc. bestehen neben Fett, Fettsäuren, Lecithin, Cholesterin, Pigmentkörpern und den anorganischen Salzen des tierischen Organismus, unter denen in Haaren und Federn Kieselerde und in farbigen Federn auch Kupfer eine gewisse Rolle spielen, im Wesentlichen aus dem als Hauptstoff oder Kreatin benannten Albumioid, einer besonders in den menschlichen Haaren sehr siliziumreichen Substanz, die im Übrigen eine dem Eiweiß ähnliche Zusammensetzung zeigt. Normales Haar ist kieselsaures Erdenprotein, sagt der Chemiker Hensel. Die Bedeutung der Haare liegt in zweierlei Richtungen, in physiologischer und in biologischer. Die physiologische Funktion ist eine passiv beschützende, warmhaltende Schicht, in dem nicht nur die Haare schlechte Wärmeleiter sind, sondern auch die Luft, welche zwischen dem Haarkleid festgehalten ist. Ferner, auf der anderen Seite aber, ist die Kälte ein Wachstumsreiz für die Haare. Die aktive Seite der Haare ist ihre Beziehung zum Tastsinn und so weiter. Die biologische Bedeutung liegt teils in dem, was oben über die Beschützung gesagt worden ist. Eine aktivere Tätigkeit in diese Richtung ist neuerdings zuerst für einige Insekten von Fritz Müller, dann generell für alle behaarten Tiere durch Gejäger ermittelt worden, nämlich ihre Bedeutung als Duftorgane. Fritz Müller wies nach, dass die Männchen mancher Schmetterlinge an bestimmten Körperstellen Polster von haarartigen Schuppen besitzen, die in der Ruhe gedeckt liegen, bei ihrer Entfaltung aber einen starken spezifischen Duft verbreiten, dessen Bedeutung als Liebeszauber für das andere Geschlecht Fritz Müller richtig erkannt hat. Später wies G. Jäger nach, dass alle Haare die Bedeutung von Duftorganen haben, und zwar auf folgende Weise. Die Haarsubstanz, speziell der Säugetiere, hat ein besonderes Absorptionsvermögen für die chemisch dem Moschus verwandten,
für die jeweiligen Spezies, ja sogar für die einzelnen Individuen absolut eigenartigen, für den Erzeuger und seine Artgenossen wohlriechenden Duftstoffe, während sie für die übelriechenden Ausdünstungen ihres Trägers ein weit geringeres Absorptionsvermögen besitzen. Diese Absorption folgt den allgemeinen Absorptionsgesetzen, das heißt, je niedriger die Temperatur, umso größer ist die Menge des absorbierenden Duftes und falls die Temperatur steigt, wird ein Teil dieses Duftstoffes wieder ausgetrieben und entweicht in die Atmosphäre. Man kann daher von dem Haarduft sprechen, der um jedes Geschöpf, auch des Menschen, eine spezifische Atmosphäre verbreitet und alle Geschöpfe beeinflusst, welche diese duftgeschwängerte Atmosphäre einatmen. Dieser Duft spielt in den Beziehungen der Tiere zueinander eine ganz außerordentlich wichtige Rolle, namentlich bei den intersexuellen Beziehungen, wo der partnerische Haarduft der Träger des sogenannten Liebeszaubers ist. Daher erklärt sich, dass bei vielen Geschöpfen entweder ein für alle Mal mit Eintritt der Pubertät oder aber jedes Mal wieder bei der Brunstzeit eigene Partien besonders entwickelte Haare auftreten, die man im letzten Fall geradezu Brunsthaare genannt hat. Der bekannteste erstere Fall ist das Auftreten der Scham-, Bart- und Achselhaare beim Menschen. G. Jäger hat den betroffenen Duftstoff des Menschen unter dem Namen Anthropie in die Heilpraxis eingeführt. Die Lebensdauer der Kopfhaare beträgt nach Pinons 2 bis 4 Jahre. Auffallend ist es, dass hochgradige Kahlköpfigkeit bei Frauen seltener vorkommt als bei Männern. Seite 165. Nach den Untersuchungen Bertholds wachsen die Haare rascher bei Tag als bei Nacht, schneller in der wärmeren als in der kälteren Jahreszeit. Das Rasieren beschleunigt das Haarwachstum, das Barthaar wächst doppelt so rasch, wenn es alle 12 Stunden, als wenn es nur alle 36 Stunden rasiert wird. Landois erkannte als nächste Ursache des plötzlichen Ergrauens eine von Strecke zu Strecke aufgetretene vermehrte Luftentwicklung. Seite 171. Die europäischen Völker stehen in dieser Beziehung besonders tief. Sie besitzen, vielleicht infolge nachteiliger Einflüsse der Kultur, am meisten Kahl- und Grauköpfe und das Grauwerden beginnt bei ihnen im Durchschnitt am frühesten. Sehr charakteristisch ist das, was Alexander von Humboldt hierüber sagt. Reisende, die nur nach der Physiologie der Indianer urteilen, sind versucht zu glauben, dass es nur wenige alte Leute unter ihnen gebe. Und wirklich ist es auch sehr schwer, eine Idee von dem Alter der Eingeborenen zu erhalten, wenn man nicht die Register der Kirchenspiele untersuchen kann, welche übrigens in den heißen Gegenden alle 20 bis 30 Jahre von den Termiten aufgefressen werden. Sie selbst, nämlich die armen indianischen Landleute in Neuspanien, wissen gewöhnlich nie, wie alt sie sind. Ihr Haar wird nie grau und es ist unendlich viel seltener, einen Indianer als einen Afrikaner mit weißen Haaren zu finden. Überdies runzelt die Haut des Indianers nicht so leicht. Oft sieht man daher in Mexiko, in der gemäßigten Zone auf den Kordilleren, die Eingeborenen und besonders ihre Weiber ein Alter von 100 Jahren erreichen. Ein solches Alter ist gewöhnlich glücklich, indem sich die mexikanischen und peruanischen Indianer ihre Muskelkraft bis in den Tod erhalten. Sodann erwähnt Humboldt einen Indianer, der 143 Jahre alt wurde und bis zum 130. täglich 3 bis 4 Stunden marschierte. Über den Bau des menschlichen Kopfhaares, der mikroskopisch ebenso durchforscht ist wie alle Fasern des Körpers, ohne in der Aufhellung des Wesensbegriffes der Krankheit einen Schritt vorwärts zu führen, sei kurz erwähnt. Die Haare sind Formgebilde der Lederhaut und bestehen aus Mark- und Rindensubstanz und Oberhäutchen. Die Wurzel sitzt mit der Haarzwiebel auf der Haarpapille, von welcher aus das Wachstum erfolgt. In den Haarbalg mündende Talgdrüsen bewirken die Entfettung. Die Farbe wird bedingt durch Farbstoff und durch Luft im Mark. Beim Ergrauen schwindet der Farbstoff und vermehren sich die Lufträume. Das Wachstum der Haupthaare beträgt 0,2 bis 0,3 mm pro Tag. Ein menschliches Haar trägt im Durchschnitt 180 Gramm. Haare sind sehr hygroskopisch, Feuchtigkeit anziehend. Trockene Haare werden durch Reiben elektrisch. Ausfallende Haare wachsen rasch nach, solange die Papillen lebensfähig sind. Man hat berechnet, dass die Länge aller während eines Mannesalters abgeschnittenen Haare zusammen 11 bis 14 Meter beträgt.
Diese Tatsache allein beweist schon, wie viel der Natur an diesem unscheinbaren Organ gelegen ist. Und man bedenke doch, welche Kraft und wie viele gute und wichtige Stoffe der Körper aufwenden muss, um die abgeschnittenen Stücke wieder zu ersetzen. Für verzweifelte und hoffnungslose Kahlköpfe möchte ich einige interessante und wissenschaftlich einwandfreie Tatsachen anführen. Eulenburg, Realenzyklopädie der gesamten Heilkunde, 1896, 3. Band, Seite 363, heißt es. Nach Albert verlor eine Dame bei nervösem Wochenbettfieber das blonde Haar und bekam schwarzes. Und in einem anderen Falle ging braunes Haar nach einer Krankheit verloren und wurde durch brennend rotes Haar ersetzt. Bei einer 66-jährigen Frau soll das altersgraue Haar kurz vor ihrem Tode schwarz geworden sein. Geigel berichtet, dass einer Dame nach schwerem Typhus das blonde Haar ausfiel und schwarzes dafür nachwuchs. Ich habe schon oben im Einklang mit Professor Dr. Jäger die Haare, besonders die menschlichen Haupthaare, als Duftorgane des Körpers bezeichnet, die Ausdünstung des Körpers abzuleiten haben. Jedermann weiß, dass man am Kopfe und in den Achselhöhlen zuerst schwitzt und dass mit dem Schweiß, namentlich beim Kranken, ein übelriechender Geruch verbunden ist. Aus diesem Grunde hat Professor Dr. Jäger an einer anderen Stelle Krankheit als Gestank definiert. Das scheint mir, mit Ausnahme natürlich, insofern richtig zu sein, als ich aufgrund langjähriger Beobachtung und vorgenommener Experimente folgenden grundlegenden Einheitsbegriff von Krankheit aufstellte. Krankheit ist ein Gärungs- und Fäulnisprozess von Körpersubstanzen oder von überschüssigem und unnatürlichem Nahrungsmaterial, das sich im Laufe der Zeit namentlich in den Verdauungsorganen angesammelt hat und als Schleimausscheidung in die Erscheinung tritt. Es handelt sich also im tiefsten und letzten Grund um den chemischen Zerfall, die Zersetzung von Zelleiweiß. Dieser Prozess ist bekanntlich von Gestank begleitet, während die Natur die Entstehung neuen Lebens mit Wohlgeruch verbindet. Eigentlich sollte der vollkommene, gesunde Mensch Wohlgeruch ausstrahlen und besonders seine Haare. Die Dichter vergleichen mit Recht den Menschen mit einer Blume und sprechen von Haarduft des Weibes. Ich erkenne also in den menschlichen Haupthaaren ein sehr wichtiges Organ, das neben schützenden und wärmeregulierenden Zwecken die höchst interessante und nützliche Bestimmung hat, die Ausdünstungen, den Duft des gesunden und kranken Menschen abzuleiten, den Kennern und guten Nasen nicht nur individuelle Qualitäten, sondern sogar gewisse Aufschlüsse über den inneren Gesundheits- oder Krankheitszustand eines Menschen offenbart. Wenn die Mediziner Verdauungsstörungen mit Mikroskop und Reagenzglas noch lange nicht erkannt, so haben gewisse Kurpfuscher durch die einfache Haardiagnose den gestankproduzierenden inneren Fäulnisprozess die Krankheit festgestellt. Riechen doch heute schon Jugendliche, von Gesundheit strotzende Leute wie eine Kloake aus ihrem Munde und wundern sich, wenn ihnen die Haare ausfallen. Hier bin ich am Kernpunkt meiner Untersuchung und Beobachtung angelangt. Zuerst noch ein Wort über das Ergrauen der Haare. Es ist, wie oben erwähnt, festgestellt, dass im ergrauten Haar der Luftgehalt zunimmt und ich vertrete die Ansicht, dass diese Luft wahrscheinlich aus stinkenden Gasen besteht, mindestens aber damit vermischt ist. Ich empfehle einem spürsinnigen Chemiker, hier noch die schweflige Säuren zu entdecken, dann ist auch das Verschwinden des Haarfarbstoffs erklärt, da bekanntlich Schwefeldioxid organische Substanzen bleicht. Es scheint mir nur nicht nur theoretisch, sondern namentlich aufgrund meiner interessanten Experimente am eigenen Körper sicher zu sein, dass die Hauptursache des Haarausfalles nur eine innere sein kann. Wenn durch die Duftröhren gewissermaßen Gaskamine des Kopfes fortwährend stinkende, ätzende und sehr wahrscheinlich mit Schwefeldioxid geschwängerte Gase entladen werden müssen, statt natürlicher, duftender Wohlgerüche, so soll es uns nicht wundern, wenn das Haar samt seiner Wurzeln allmählich leichenblass wird, abstirbt und ausfällt. Damit behaupte ich, die Ursache der Kahlheit erkannt und den sicheren Weg gezeigt haben, sie zu heilen. Und ich füge noch hinzu, dass vor ca. 10 Jahren, zur Zeit meiner Erkrankung an chronischer Nierenentzündung, verbunden mit hochgradiger Nervosität, meine Haare stark ergraut waren und ausfielen. Als ich nun durch Einschlagen eines diätischen Heilverfahrens von meinen schweren Leiden geheilt wurde, sah ich gleichzeitig die grauen Haare sich vermindern und zu einer Fülle heranwachsen. Wenn also die Hauptursache des Haarausfalls in Verdauungs- und Stoffwechselstörungen zu suchen ist, so kann diese auch nur durch Regelung dieser Funktion geheilt werden. Ich glaube, dass mit dieser von mir durch das Experiment am eigenen Körper erprobte Tatsache auch die vollkommen kahlen Köpfe endlich berechtigte Hoffnung schöpfen dürfen, nachdem alle Haarwasser der Welt
trotz aller Garantien versagt haben und versagen müssen. Die Ursache ist eben keine äußerliche und von außen auch nicht zu beseitigen. Man muss vor vielen Haarmitteln sogar warnen, weil dieselben zu scharfe anorganische Substanzen enthalten und dadurch, wie namentlich viele Haarfärbemittel, schädlich wirken. Man könnte höchstens von einem haarstärkenden Kräuterkopfwasser sprechen, zu dem die Brennnesselpräparate zählen. Ausschlaggebend scheint mit dabei, dass außer den Brennnesselbeständen eine glückliche Beimischung von wohlriechenden Kräutern und ätherischen Ölen und Fettstoffen vorhanden ist, die in ihrem Duftakkord demjenigen eines gesunden, jugendlichen Haarwuchs entsprechen. Wessen Haare schon ausfallen und wer schon an Kahlköpfigkeit leidet und sich in diese Richtung regenerieren möchte, dem stehe ich mit Ratschlägen zu Diensten. Ein innerliches Allgemeinmittel gibt es nicht, und wer mich verstanden hat, wird begreifen, dass auch hier individualisiert werden muss. Ich kann bei dem Einfluss meiner Diätlehre auf Verdauung und Blutbildung und damit auf richtige Ernährung des Haarbodens zumindest für Stillstand des stärksten Haarausfalles garantieren, falls meine Ratschläge richtig befolgt werden. Arnold Ehret hat die Brennnessel erwähnt, und die Brennnessel ist eine sehr wertvolle Wildpflanze hier in unserer Region. Die Brennnessel versorgt uns nicht nur mit wichtigen Nährstoffen und Chlorophyll, sondern kann auch das Haarwachstum stimulieren. Also wenn möglich, integriert so oft wie möglich die Brennnesselpflanze in eure Ernährung. Es gibt hier auf meinem Kanal auch ein Video, in dem ich zeige, wie man die Brennnessel roh essen kann, wie man sie zu Hause zubereiten kann, beziehungsweise auch, wie man sie direkt nach dem Pflücken gleich in der Natur essen kann. Wer sich generell für grüne Wildpflanzen in unserer Region interessiert und welchen gesundheitlichen Nutzen sie haben können, beziehungsweise welchen gesundheitlichen Nutzen generell grüne Lebensmittel für uns haben können, dann kann ich euch mein sehr umfassendes E-Book Gesund Grün Essen empfehlen. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Für all diejenigen, die sich an das Wildkräutersammeln, insbesondere an die Brennnessel, nicht herantrauen, kann ich dieses tolle Pulver empfehlen, Silizium Plus von Lebenskraft Pur. Dieses Pulver enthält Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Bambus. Und generell enthält dieses Pulver eine sinnvolle hohe Menge an Silizium, die sehr gut bioverfügbar ist und generell für schöne Haare, Haut und Nägel sorgen kann. Den Link zu Silizium Plus findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Schöne und üppige Haare sind bekanntlich nicht nur ein Hauptmoment des Wohlgefallens und der geschlechtlichen Anziehung, sondern sie sind eben selbst im Wesentlichen, wie ich gezeigt habe, die Offenbarungsorgane des aufsteigenden, des erblühenden Lebens wie die Blüten der Pflanzen. Die heutige geradezu erschreckende Zahl der Kahlköpfe muss als ein Symptom der Kraftabnahme des Einzelnen und des Niederganges des Volkes angesehen werden. Voller üppiger Haarwuchs ist also nicht nur ein Zeichen von jugendlichem Leben und jugendlicher Kraft, der volle üppige Haarwuchs fördert wiederum die Kraft und die Energie des Lebens. Ich habe den lebendigen Beweis geliefert, dass selbst bei einem Todeskandidaten eine Wiedergeburt in dieser Hinsicht möglich ist. Alle Symptome des Alterns sind also latente Krankheiten, Anhäufung von Schleim und Verstopfung durch Schleim. Jeder, der sich einer gründlichen Gesundungskur bei irgendeiner Krankheit unterzieht, indem er sich durch schleimlose Diät und eventuell durch Fasten der toten Zellen entäußert, verjüngt sich zugleich, und wer eine Verjüngungskur unternimmt, entzieht damit aller und jeder Krankheit den Boden. Niemand will an diese Möglichkeit glauben. In jedem Lexikon ist die wissenschaftliche Ansicht vertreten, dass man höchstens an Stoffwechselstörung, das heißt Schleimverstopfung, sterben sollte, sodass das Leben ohne jede Krankheit aufhören müsste. Das wäre das Normale, aber leider ist die Ausnahme, die Krankheit, heute die Regel geworden. Würde jemand von Jugend an schleimlos, gar nur von Obst leben, so wäre er ebenso sicher, dass er weder alter noch krank werden könnte. Ich habe Leute gesehen, die sich durch eine schleimlose Kur so verjüngt und verschönert haben, dass sie nicht mehr zu erkennen waren. Seit Jahrtausenden träumt, dichtet und malt man den Jungbrunnen und sucht ihn gefühlsmäßig in den Sternen, in der Suggestion. Was wird nicht ausgegeben für Mittel gegen Männerschwäche, gegen Unfruchtbarkeit? Natürlich alles umsonst. Und wie leicht könnte manchen geholfen werden, in erster Linie durch richtige und genussreiche Kost aus der Sonnenküche. Wir können kaum ahnen, mit welcher Schönheit und mit welchen Fähigkeiten der paradiesische, gottähnliche Mensch ausgestattet war,
welch wunderbare, kräftig reine Stimme er hatte. Die Verschönerung und Verstärkung der Stimme, ja die Wiedergewinnung der verlorenen Stimme, ist bei meiner Kur ein ganz verblüffendes Symptom, ein besonders sprechender Beweis für die geradezu großartige Wirkung meines Systems auf den Gesamtorganismus des Kranken. Ich verweise hier speziell auf den wunderbaren Erfolg der Kur, der sich der königliche bayerische Kammernsänger Heinrich Knothe München unter meiner Leitung unterzog. Er selbst spricht es in dem im Handhang aufgeführten Dankschreiben aus. Meine Stimme wachsend an Kraft und Klarheit. Und die Münchner Zeitung in der Nummer vom 18.04.1911 Knothe als Tannhäuser folgendermaßen. Der radikale Vegetarismus, besser gesagt die völlig schleimlose Nahrung, scheint dem Sänger doch gut zu bekommen. Hell und heil, frisch und jugendstark, oft gewaltig überquellend, klang die schöne, elastische, technisch so musterhaft gebildete Stimme. Ein Tonansatz, so leicht, sicher und scheinbar so mühelos. Ein Legato, eine Atemführung, wie man es nur noch bei Caruso trifft. Das war der Text von Ann und Ehre zum Thema Kahlköpfigkeit und graue Haare. Ich möchte noch hinzufügen, dass in unserer Gesellschaft die grauen Haare vor allem bei Männern eher als attraktiv gewertet werden und bei Frauen weniger. Man kann auch in unserer Gesellschaft beobachten, dass sich vor allem Frauen die Haare färben. Verschiedenste Schattierungen, blond und schwarz und brünett, gibt es verschiedene Stufen. Es gibt ja mittlerweile auch Haarfärbemittel, die den natürlichen Haarton wiedergeben, gerade wenn die Haare ergrauen. Es wäre auch immer interessant, wenn man wirklich davon ausgeht, dass frühzeitiges Ergrauen oder generell graue Haare sowas wie eine Degeneration unserer Gesellschaft ist, wie es wäre, wenn keiner sich mehr die Haare färbt, wenn man mal wirklich anhand der Haare sehen kann, wie es mit unserer Gesellschaft steht. Ich möchte natürlich auch das nicht nur an den Haaren festmachen, sondern eben auch an den Zähnen zum Beispiel oder eben auch an, sage ich mal, am Körper, an dem Körperumfang. Wir sehen ja auch in unserer heutigen Gesellschaft, dass es immer mehr Tendenzen gibt ins Übergewichtige oder ins Fettleibige. Also das muss man eher so als Gesamtbild betrachten. Und wir wissen ja auch, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und eine gesunde Seele. Was bedeutet das, wenn man sich mit der Degeneration unserer Gesellschaft betrachtet, wenn die Körper immer mehr degenerieren? Was sagt uns dann über den geistigen Zustand unserer Gesellschaft aus? Das war's von mir. Ich freue mich über eure Gedanken, über eure Meinungen zu dieser Thematik graue Haare und Kahlköpfigkeit in unserer Gesellschaft. Ich freue mich über einen interessanten Meinungsaustausch, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute.